Ein wunderschönes Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Master85. Wir machen heute noch weiter unsere Runde mit dem LKW. Nach wenigstens unseren Kommen. Nur die Seemaschine mal befüllen. Empfehlen mal, dann schneiden auch die Seemaschine auf, dass wir hier wenigstens weiterkommen. Dass wir den Weizen noch hinkriegen und den zeitnah noch, wie ist das? Den Hopfen hingestellt kriegen und dann anschließend noch den Roggen drin kriegen. Daher werden wir uns zeitnah in den Dinkel verschwinden, dass wir unsere Bäckereien endlich in Gange kriegen. Aber in der schönen Zeit machen wir schnell mal unsere Seemaschine voll und ernten noch das letzte Stückchen Soja ab, dass wir wenigstens da auf den grünen Zweig kommen. Aber heute heißt es erste Mal schnell Seemaschine auffüllen. Und hoffentlich zeitnah. Oh, was mache ich denn jetzt? Zeitnah. Die Soja runterzukriegen. So, dass wir hier wenigstens noch was hinbekommen. Aber da müssen wir uns erstmal um den Kompassmaster kümmern, dass wir da weiterkommen. Und vorher noch die Eiermausen, dass wir die eventuell noch zu Geld machen können. Oder lassen wir uns halt mal überraschen. So, wo ist jetzt unser Frontlader? Da ist er. Da befüllen wir gleich noch die Seemaschine. So, dass wir wenigstens erstmal die Seemaschine voll bekommen. Da sputen wir uns, schnappen uns noch den nächsten Schwung. Aber wir müssen uns zeitnah endlich mal den Anhänger holen, den ich schon lange Zeit holen wollte. So, dass wir größere Mengen an wie ist das, Saatgut von A nach B fahren können und dann noch in der nächsten Ernte noch ein paar neue Maschinen, so dass wir hier wenigstens Züge lang hinkommen, vielleicht noch einen zweiten Drescher, aber das muss noch überraschen. Aber erstmal machen wir unsere Saatmaschine fertig und dann fahren wir auf den Kompost weg, mal gucken, was unsere Obstanlage sagt, wie viel Obst da ist. Ansonsten fahren wir mal die Brauerei an, mal gucken, was wir da noch an Gewinn fahren können. Also lassen wir uns heute noch ein bisschen überraschen, machen wir dies und das und jenes. Mal gucken, was wir erreichen heute noch. Und daher sputen wir uns mal eine kleine Runde. Und fahren wenigstens noch hier die Fläche fertig. Dass wir wenigstens heute noch was erreicht haben. Und wir gehen auf die 100 Paar zu. Das ist nicht mal viel. Da sind Plenus bloß noch 14 Stück. Und dann sind wir auch schon auf 100. Aber wir machen hier wahrscheinlich ein paar Parts mehr. Denn wir brauchen ja noch ein bisschen. Bis wir wie ist das? Alle Produktionen in Gang haben. Wenigstens wenn die alle laufen, dann hören wir erst auf. Schieben wir mal zurückschieben. So, und machen gleich den Helfer an. Aber jetzt kümmern wir uns erst mal um unsere Office Kompostmaster, dass der uns weiterläuft. Nehmen gleich noch den Schwung Kompost mit und dann fahren wir auch gleich weiter. Weiter so, dass wir wenigstens erstmal rumkommen. Wenigstens einmal rumkommen, genau. Und dann machen wir den Kompostmaster fertig und dann fahren wir noch den Schwung Kompost hoch zur Obstanlage, gucken, was da Phase ist. Ansonsten schauen wir uns gleich mal den. Wir haben uns noch einen zweiten Tankhänger holen müssen, weil wir da auch noch gleich mal 45 Kubikmeter wegnehmen können. Daher müssen wir uns da mal ein bisschen drum kümmern, dass wir mehr Zeug wegfahren können, als wie immer zweimal hin und her zu fahren, mit einer, dass wir einen Bunker leer kriegen. Aber dazu werden wir uns demnächst kümmern müssen. Wir werden uns demnächst drum kümmern, dass wir da mehr. Och, jetzt einmal die Rampe hochkommen. Das ist immer auch spaßig bei mir. So, jetzt haben wir uns das schon erledigt. Jetzt schmeißen wir die Fuhr runter und dann fahren wir zeitnah den Kompost noch weg, dass wir wenigstens hier auch mal in die Gänge kommen. Sputen wir uns mal ein bisschen, dass wir wenigstens die Fuhr wegbekommen. So, leer ist er, dann werden wir uns gleich mal den Rattler schnappen und uns die Fuhr gleich voll machen, so dass wir wenigstens etwas auf dem Hänger haben. Und daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen, werden wir auch machen. So, dass wir pünktlich bei der Obstanlage ankommen, mal da das Zeug loswerden.
Wir haben uns jetzt mal sputen, wenigstens die Fuhr voll machen. Dass wir wenigstens den Kompost hier noch wegbekommen. Das sind halt noch etwas mehr als eine Fuhre. Das passt doch. Aber jetzt ist unsere Drosche auch bald voll und daher müssen wir uns da wieder drum kümmern. Wir haben auch richtig viel zu tun. Ach, wir machen keinen Roggen. Wir haben, sind ja schon auf wir machen kein Soja mehr. Entschuldigung, mein Fehler, wir machen ja schon Roggen. Dass wir den Roggen noch runterkriegen und da noch Weizen hinstellen und dann müssen wir halt nochmal in ein paar Felder holen, wo wir Sonnenblumen hinstellen können. Denn wir brauchen ja auch reichlich Sonnenblumen. Dass wir dann da weiterkommen. Aber jetzt machen wir erst einmal unsere Fuhre fertig mit Kompost. Dass wir da den Kompost erstmal zur Obstanlage endlich losschicken können. Das hier noch ein bisschen beeilen, so dass wir zeitnah losmachen können mit dem Kompost, dass wir da wenigstens unsere Pflaumen diesmal nach dem Jange kriegen. Und da gucken wir gleich mal, was da an Zeug noch liegt oder da ist. Da hauen wir jetzt einmal die Fuhr auf den Hänger und dann mal gucken, was wir da an Geld verdienen. Dann fahren wir mal so Brauerei, was da gucken, was da los ist. Aber erstmal ist der hier voll. Und unser Drosche ist auch voll. Das passt doch schon mal ganz gut. Dann laden wir uns das letzte Zeug auf, düsen zur Brauerei. Und dann kann man auch sagen, dass der Rücken heute wieder durch ist. Und dann fangen wir heute noch im Dinkel an, dass wir da weiterkommen. Dass wir unsere Bäckerei endlich in Gang kriegen, müssen wir uns halt mal ein bisschen sputen. Als Punkt haben wir erstmal die Fuhre voll und so, dass wir wenigstens den Drescher leer kriegen. Werden wir hier noch einen kleinen Moment warten, bis der leer ist und daher heißt es noch einen kleinen Moment zu warten. Der Drescher ist auch schon wieder fast halb leer. Das denken wir, das kriegen wir noch alles drauf. Und dann heißt es halt nach Abmarsch in den Dinkel, dass wir endlich den Dinkel runterkriegen. Wir müssen uns halt jetzt ein bisschen sputen. Und daher heißt es halt nach weiterzumachen, so dass wir endlich mal die Fuhr wegbekommen. Und es fehlt noch. Fehlt uns noch ein bisschen was, aber wir werden nicht alles reinbekommen. Daher fahren wir gleich mal zum Hof und laden noch den Roggen ab, dass wir wenigstens da mal auf dem grünen Zweig sind. Da muss aber ein bisschen sputen müssen. Und dann heißt es zeitnah mal die Flächen zusammenpflügen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich noch einen zweiten und einen dritten Traktor kaufen, so dass wir kaufen, dass wir hier zwei beim Pflügen sind. Wenn wir ja so das erste Mal die Flächen pflügen, können wir ja auch gleich Sonnenblumen hinstellen. Daher haben wir auch schon einen Pluspunkt. Das bringt uns halt ein paar Punkte ein, aber das ist auch gut für uns, dass wir hier unsere Flächen endlich mal ein bisschen vergrößern können, dass wir hier ein bisschen mehr anbauen können. Denn wir brauchen ja mehr Zeug, bis wir da endlich am grünen Zweig sind. Wie gesagt, wir müssten uns auch noch mal ein bisschen um unsere Dieselanlage kümmern, dass wir da noch was hinfahren. Aber erstmal kippen wir uns die Fuhr ab. Aber wie es so aussieht, werden wir nicht mehr weit kommen, weil wir schon bei knapp 9 Minuten sind. Daher heißt es heute noch, den Kompost noch ein bisschen loszufahren. Hoffentlich kommen wir da an, laden uns wahrscheinlich was auf, wenn wir was haben. So was fahren wir zur Brauerei ab, an. Dass wir da mal weitermachen können. Aber wir müssten ja hier hin, deshalb stellen wir uns gleich mal hier hin und warten, bis der Drescher fertig ist, in der Hoffnung, dass wir alles reinbekommen. Ich denke mal, es wird aber passen. Denn der ist nämlich gleich fertig. Daher bereiten wir uns jetzt vor auf die nächste Ernte. So, das haben wir auch schon erledigt. Können wir gleich hier anhalten. Dich brauchen wir nicht. Du hast auch noch reichlich drinne. Da diesmal gleich mit denen hier los. In der Hoffnung, dass wir zeitnah ankommen bei der Obstanlage. Werden wir uns gleich hin bedüsen. Denn im nächsten Part werden wir uns darum kümmern, dass wir den Drescher umgestellt kriegen. Aber nun heißt es erstmal mit dem LKW loszudüsen. Und den letzten Kompost erstmal zur Obstanlage fahren. Aber hier kommt schon die Meldung, dass unser Drescher fertig ist. Also wenn man erstmal gibt die Kante Richtung
Richtung, Richtung, Richtung. Richtung Obstanlage machen und uns nicht blitzen lassen. In der Hoffnung, dass wir uns nicht blitzen lassen. Müssen wir mal ein bisschen drauf achten, dass wir uns diesmal kein Futter erlauben. Denn so viel Geld haben wir auch nicht aufs Konto. Aber nun heißt es erstmal hier zügig lang hin. Dann heißt es hier gleich mal ein bisschen langsamer, denn hier steht der Omuda Blitzer, wo wir letztes Mal so ein schönes Foto geschossen haben. So, das haben wir auch schon erledigt. Damals gut, einigermaßen gut um Shift. Aber nun heißt es erstmal hier runter und Abmarsch Obstanlage, dass wir hier wenigstens loslegen können. Aber dann wollen wir auch es endlich mal zeitnah schaffen, dass wir unsere Tiere in Gange kriegen. Also müssen wir uns darum kümmern. Da brauchen wir Weizen, Mais brauchen wir dann auch noch, also können wir noch nicht die Schweine holen, weil wir kein Mais haben. Das passt uns halt da leider auch nicht. Und nicht in die Schuhe und daher müssen wir uns einmal sputen. Aber ich denke mal, wenn wir anfangen so zu fliegen, dann werden wir auch hinterherkommen mit Mais und Sonnenblumen und Co. Da könnten wir theoretisch auch schon den ersten Rüben hinstellen. Daher haben wir auch schon mal einen Pluspunkt, dass wir da ein bisschen mehr Maschinen brauchen. Also werden wir uns da zeitnah noch die Maschinen holen müssen, die wir da brauchen. Nun heißt es erstmal Richtung Obstanlage und dann starten wir uns den Drescher und setzen ihn auch um, dass wir wenigstens hier ein bisschen vorankommen. Aber vorher machen wir erstmal unseren Kompass fertig. Da hatten wir ja schon im letzten Part angefangen. Somit müssen wir uns heute halt mal ein bisschen sputen, dass wir hier wenigstens auf dem grünen Zweig kommen. Und hier ist auch schon die Obstanlage, wo wir dran vorbeischießen. Ziehen wir uns gleich mal hier hoch und gucken mal, was wir noch da haben. So, Kompost ist hier voll und da fehlt er noch bei den Kirschen. Also werden wir uns gleich um den Kirschenkompost kümmern müssen, weil da schon ein bisschen enger ist oder still steht. Daher fahren wir uns gleich mal da hinten an und schmeißen da den Kompost hin. Ja, Bello, hier sind wir mit dem LKW. So, aber wir gucken gleich mal, was hier Phase ist. Vielleicht können wir was laden. Und das passt doch schon. Ersten 53 Kirschen und 53 Pflaumen. Das passt doch schon. Da können wir eigentlich schon die erste Fuhre fahren. Aber erstmal laden wir den ab und schnappen uns dich, machen dich leer. Dass wir hier das abgeschlossen. Entschuldigung, Froschemeiß. Dass wir das abgeschlossen haben. Somit können wir auch zeitnah anfangen mit unserer Ernte. Dinkel, dass wir unsere Bäckerei endlich in Gange kriegen. Also heißt es uns da, dass wir diese Fass abhängen, die Kirschen laden, die Pflaumen laden und verkaufen im nächsten Part. Aber jetzt setzen wir erstmal uns den Drescher um, so dass wir da ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Sputen wir uns jetzt mal, dass wir noch ein bisschen Geld aufs Konto kriegen, so dass wir endlich noch ein paar Felder uns leisten können, beziehungsweise hier die Felder zusammenlegen können, dass wir hier ein bisschen mehr auf Ertrag gehen. Und daher heißt es jetzt zügig lang hin machen. Und daher werden wir uns jetzt auch zeitnah sputen, dass wir wenigstens noch umgesetzt kriegen und wahrscheinlich noch die Felder uns da drüben uns anorganisieren. Beziehungsweise die 42 oder 45 noch uns ranholen, dass wir da noch ein bisschen weiterkommen. Denn wir müssen ja erstmal noch ein bisschen was schaffen. Und daher sputen wir uns jetzt mal ein bisschen und laden dich ab, dass wir wenigstens den einmal leer haben. Der ist aber, denke mal, auch so weit dran, dass wir uns noch einen zweiten Drescher holen müssen, weil wir uns nicht mehr hinterherkommen. Aber jetzt machen wir unseren LKW erstmal fertig. Nicht Traktor, LKW. Dass wir die ersten Pflaumen hier laden kriegen und daher drehen wir uns erstmal um und laden uns die Pflaumen auf. Dass wir wenigstens da auch wieder rauskommen. Wenn wir uns gleich so rumrennen fahren. So, dass wir hier wenigstens rückwärts gerade reinschieben können, uns die Pflaumen aufladen können und dann gleich loslegen können. Im nächsten Part, dass wir da weitermachen können. Aber nun schieben wir erstmal zurück. Gleich hier vorne auf.
wenn wir rankommen. Und gucken wir, was er. Aber wir haben den Dreher noch nicht erreicht, daher müssen wir noch ein bisschen rübersetzen. In der Hoffnung, dass wir endlich den Dreher erreichen. Und versuchen es nochmal. Jetzt haben wir es den Dreher erreicht. Laden uns schon mal die Pflaumen auf. Und daher ist es im nächsten Part erstmal rein ins Weizen, in Dinkel. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP. Tschüssi.